Hallo Fabian, heute hier auf dem SEO-Stammtisch, aber stell dich doch mal bitte selber vor. Ja, hi, mein Name ist Fabian Brüssel, ich komme von Alpha 9 Marketing aus Bonn und wir sind so eine Online-Marketing-Agentur, die halt auch ein Online-Marketing-Tool betreibt. Und du hast heute präsentiert, bitte erzähl doch mal, was du präsentiert hast. Ja, ich hatte heute eine kleine Präsentation über einmal, wie man in dem Sinne vertrieblich Daten aus dem Internet nutzt, also was kann man mit einem Crawler aus Webseiten in dem Sinne rausziehen, welche Informationen kann man verwerten, wie kann man die vertrieblich nachher nutzen und der zweite Part ging dann halt darum, wie kann ich in dem Sinne ein Unternehmen schaffen, um gegebenenfalls bei Google Places in dem Local Blog in dem Sinne als Treffer zu erscheinen mit einem Unternehmen, was ich eigentlich gar nicht habe und so halt natürlich anderen die Position wegnehmen, Traffic aggregieren und den halt so monetarisieren. Jetzt hast du eben in deiner Präsi auch Inhalte gezeigt, zum Beispiel Rechtsanwälte, die bei 1&1 sind. Ist das denn auch so rechtens? Darf man das einfach crawlen und dann auch verwerten? Ja, natürlich darf man das verwerten. Also das sind frei verfügbare Informationen. Das kann jeder mit seinem Browser selber machen, in dem Sinne feststellen, ob das in dem Sinne ein 1&1 Baukasten ist, wo der Rechtsanwalt drauf ist. Im Zweifel steht es halt unten auf der Webseite im Footer halt drin oder halt die Domain ist von 1&1 registriert und gehostet. Daraus kann man halt Rückschlüsse ziehen und so natürlich vertrieblich beim Rechtsanwalt anders vorgehen, weil man halt weiß, wo er halt ist, was er am Monat bezahlt und was gegebenenfalls auch seine Bedürfnisse sind. Und deine Präsi war ja auch gespickt mit lustigen GIF-Animationen, Pornoslides. Ist das die heutige Art zu präsentieren, besonders wenn man vor einem großen Raum wie hier im Startplatz mit fast 60, 70 Leuten sitzt? Also ich persönlich habe sowas noch nie gesehen gehabt. Das war jetzt auch so eine spontane Idee. Animierte GIFs ist ja so ein Trend im Internet, der immer wieder hochpoppt. Katzen ist halt so ein Trend im Internet. Das habe ich ein bisschen kombiniert und die ganze Präsentation mit lustigen Bildern halt aufgelockert. Und ich glaube, es war eine Gaudi. Alle haben Spaß gehabt. Glaubst du, dass jetzt nach dieser heutigen Präsentation euer Business jetzt nochmal boomt, dass du hier noch irgendwie Kunden vielleicht erreichen konntest auf dem SEO-Stammtisch? Ich glaube, es sind weniger Kunden. Also ein SEO-Stammtisch geht eher ums Networking. Unsere Zielgruppe ist eine andere. Was ich einfach mit dem Vortrag machen wollte, es war eine Inspiration, was in dem Sinne über den Tellerrand hinausgehen, was für Möglichkeiten gibt es, was kann man einfach an Daten, die liegen auf der Straße, wie kann ich die nutzen für mich und mein Business und was kann ich vielleicht machen, um andere Wege zu gehen, die halt nicht die üblichen klassischen Optimierungsmaßnahmen sind. Super, vielen Dank. Bitteschön.